hallo zusammen. Jetzt zocken wir mal Projekt Cars. So sind die Einstellungen, Optionen. Hier haben wir Optik. Hier haben wir so minimal, hier Sonnenreflexion minimal, Sonneninnen minimal. So, dann haben wir Leistung hier. Da haben wir Full HD, Fenster, Texturauflösung hoch. Dann Filter, den Filter auf mal 4 und so habe ich das eingestellt alles, könnt ihr alles sehen. So ist das eingestellt. Und jetzt gucken wir mal, wie das Spiel läuft. Machen wir Einzelspieler. Nein, also wir gehen Einzelspieler. Und dann machen wir mal die Nordschleife und dann mit dem Renault. Jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Ich habe einen Prozessor i5 4590, Grafikkarte GTX 750 Ti und 8 GB RAM. Jetzt, ich nehme jetzt mit dem Handy auf, weil wenn ich mit Shadowplay aufnehme, dann ruckelt es. Jetzt kann man mal sehen, wie das so läuft. Jetzt habe ich 50 Bilder eine Sekunde, ja. Sieht schön aus, das Spiel. Gute Grafik. Ich habe 60 Bilder eine Sekunde. Läuft doch gutes Spiel. Achso, ich habe noch Windows 10 Pro. Sieht doch schön aus. Erster Platz bin ich jetzt. Jetzt bremsen. 60 Bilder in der Sekunde. Was will man mehr? Da hinten kommt schon wieder einer. Da sieht man, wie die Sonnenstrahlen. Sonnenstrahlenbüschel. Hier sieht man die Sonnenstrahlenbüschel. Wunderschönes Bild. Sieht sehr schön aus alles. Die Bäume, wunderschön. Wunderschön. Wie viel fahre ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich habe schlechte Augen. Ich sehe den Tacho nicht. Ah, da kommt einer. Da kommt euch. Ah. So sieht man auch mal das Auto, wenn da vor einer fährt. Aha, so sehen die Autos aus. Wunderschön. 60 Bilder in der Sekunde. Jetzt bin ich geschlittert. Kann ich den noch holen? Ah, und tschüss. Tschüss. Ich kann aber gut zocken. Oh, jetzt kommen alle. Jetzt kommen auf einmal alle. Kriege ich die noch? Ah. Komm, ich will euch noch holen. Ah, schade, schade. Aber so hat's gute Grafik.